in einer bunten Kirche zu arbeiten, wo ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen, die ein Ziel haben. Wenn man die Menschen an sich ranlässt und da ein bisschen auch eine Beziehung aufbauen kann, dann ist das schon was sehr was Schönes und was Wertvolles. Und man gibt viel, aber man bekommt auch wieder viel zurück. Religionspädagogin zu sein bedeutet für mich, präsent zu sein, bei den Kindern und Jugendlichen zu sein, Gott den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und da zu sein, wenn die Kinder einen brauchen. Die wenigsten kommen aus einem christlich sozialisierten Umfeld und das muss man einfach wissen. Da muss man erstens von null anfangen und das irgendwie methodisch aufbereiten, dass für die Jugendlichen und für die Kinder auch interessant wird. Weil die sind nicht religiös und interessiert, die sind ziemlich interessiert, bloß man muss halt das richtig an den Mann bringen. Und das versuche ich mit neuen Medien, mit neuen Methoden, abwechslungsreich, kein Frontalunterricht, sondern dass der einfach lebendig ist. Und ich denke dann, hat man die Jugendlichen schon ziemlich gut zusammen. Das Schönste mit Kindern und Jugendlichen ist, dass sie so interessiert sind, dass ganz wenige einfach ablehnende Haltung gegenüber dem Thema haben und das motiviert. Ich glaube, ich lerne immer ganz viel. Jedes Schuljahr denke ich mir, nein, das muss ich anders machen. Also ich bin auf dem Weg, aber ich fühle mich ganz glücklich auf diesem Weg. Ich bin Priester geworden, weil ich Wunderbares erlebt habe in meiner eigenen Zeit in der Pfarrjugend. Dort habe ich erlebt, wie schön es ist, in einer Gemeinschaft zu leben, mit dem was zu unternehmen. Und darin habe ich auch erkannt, wer Gott ist, wer Gott für mich ist, der, mit dem ich Mauern überspringen kann. Wenn man braun werden will, dann muss man an die Sonne gehen. Und wenn man, sage ich mal, ein guter Priester sein will, dann muss man eben auch zur Sonne gehen, immer wieder zum Herrn hin, immer wieder ins Gebet gehen und sich dort auch mit Kraft beschenken lassen, mit Kraft betanken lassen sozusagen, Sonne tanken. So ein heiliger Augenblick, dem vorzustehen, den zu leiten, das ist etwas ganz Besonderes. Und da hat man schon Ehrfurcht davor. Es gibt also dieses Lied von Bettina Wegner, gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Ich glaube, ein Christ, der darf Rückgrat zeigen, und zwar schon alleine deshalb, weil er sich nicht alleine weiß. Er geht nicht allein diesen Weg durch diese Welt. Also es ist, glaube ich, nach wie vor etwas Exotisches. Also zu sagen, ich versuche im Gegensatz zum Mainstream zu schwimmen und zu sagen, ich lebe ohne Familie, weil ich ganz für die Pfarrei da sein will und ganz für Gott da sein will. Das ist, glaube ich, ist nach wie vor was Spannendes. Das war aber schon immer, glaube ich, etwas Spannendes und etwas, was nicht die Masse gemacht hat. Gott schreibt keinen direkten Brief oder macht es wie ein Sturm ist Braus, dass er sagt, so und jetzt bist du dran, sondern der spricht es ganz leise an. Der will einem nicht drängen. Das ist ja das Schöne an Gott. Er lässt einem alle Freiheiten, aber er sagt es ihm ganz leise. Ich glaube, als Christ und vor allem als Priester sollte man ganz in Gott verwurzelt sein, ganz ein geistiges Leben führen und mit ihm verbunden sein. Aber nicht nur dabei zu bleiben, sondern auch zu springen, und zwar in die Welt zu springen, zu den Menschen zu springen. Jesus hat sich nicht irgendwie eine Elite gebaut, sondern Leute, die wirklich aus dem Leben stammen. Das macht es heute ganz angenehm zu sagen, ich möchte es auch versuchen. Ich muss meine Messlatte nicht zu hoch ansetzen, sondern kann das durchaus ja, wagen mit meinen ganz schwachen Kräften. In meinem ersten Leben war ich eigentlich Jurist, bin also eigentlich ausgebildeter Rechtsanwalt. Sagen viele Leute immer, ja, wie kann eigentlich jetzt plötzlich jemand, der Rechtsanwalt ist oder Rechtsanwalt war, plötzlich diesen ganz anderen Weg gehen? Dann wird immer das Beispiel gebracht, früher hast du Schwerstverbrecher verteidigt und auf einmal sollst du
sage ich mal, irgendwie etwas von Gott und der Liebe zu erzählen. Aber ich glaube, für mich hat das immer sehr zusammengepasst. Ich habe damals schon irgendwie auch gemerkt, dass es gibt bei den Menschen eine große Not, auch eine tiefe geistige Not. Die Sinnfrage, die mich selber sehr berührt hat im Laufe der Jahre, auch im Laufe meines Studiums, dass ich mich immer gefragt habe, was ist da eigentlich der Sinn auf der Welt? Warum bin ich eigentlich hier? Wie kann ich den Menschen wirklich helfen? Wie kann ich ihnen wirklich effektiv helfen? Und insofern sage ich sogar, bin ich eigentlich meinem ersten Werdegang treu geblieben. Ich bin nach wie vor Anwalt jetzt der Sünder. Im Beispiel merkt man das ganz deutlich, wenn man einen Menschen wirklich sogar selber freisprechen darf. Ist immer ein sehr schöner Moment, wenn man auch weiß, man ist selber bloß ein schwacher Mensch. Man ist eigentlich selber bloß ein Sünder und darf jetzt anderen Menschen, die eigentlich nicht schlechter, nicht besser sind als ich selbst, eigentlich etwas schenken, was ich von mir aus selber gar nicht schenken kann. Also weil ich eigentlich, mit welchem Recht würde ich jetzt als Mensch einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben, aber als Priester bekommt man eben diese große Vollmacht geschenkt vom Herrn, dass man immer sagt, also ich darf jetzt wirklich Menschen vor Gott freisprechen, ich darf ihnen wirklich wieder diese Versöhnung mit dem Herrn schenken. Für mich immer wieder ein ganz besonderer Moment und ein Moment, der mich auch gerade dann rührt, wenn ich auch daran denken muss, dass ich selber ja viel in meinem Leben auch falsch gemacht habe und dass selber in meinem Leben nicht alles immer so einwandfrei gelaufen ist. Und trotzdem darf ich dann immer wieder auch dankend auf die Knie gehen vom Herrn und sagen, also lieber Gott, Dankeschön, dass ich das Große jetzt für dich tun darf, dieses große Geschenk weitergeben darf. Ein Vorbild für mich ist der heilige Don Bosco, so ein typischer Jugendheiliger, ein italienischer Priester war das damals im 19. Jahrhundert. Und der hat einmal einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Und das muss ich sagen, das fasziniert mich eigentlich immer wieder. Also ein Christ muss ein fröhlicher Mensch sein. Ich denke, dass einer, der Priester werden will, als junger Mensch, nicht perfekt sein muss. Der darf ruhig seine Schwächen mitbringen und seine Fehler, weil wir als Priester ein Leben lang nach Christus suchen und immer wieder mit Fehlern behaftet sind. Und ich denke, da sind uns die Apostel ein großes Vorbild darin, weil wenn ich auf Petrus schaue, der den Herrn verleugnet hat, aber sich dann voll eingesetzt hat für Christus, oder einen Paulus, der zuerst die Christen verfolgt hat und dann selbst ja, sein Leben hingegeben hat für Christus und den Glauben verkündigt hat, die frohe Botschaft, dann sind es ermutigende Beispiele, dass man nicht perfekt sein muss, sondern dass es immer ein Weg ist, dass eine Freundschaft mit Gott immer wächst oder wachsen kann. Darum kann ich leuchten sein, auch nicht als Priester, denke ich, aber Licht zu sein heißt wirklich für den Mitmenschen da zu sein, Glaube, Hoffnung und Liebe weiterzugeben, diese großen Tugenden. Mit den Menschen Mensch und für die Menschen Priester, das denke ich fast alles zusammen. Ich bin nicht nur ein Leibsorger geworden, also was in der Krankenpflege begonnen habe, diesen Weg. Ich bin auch ein Seelsorger geworden und kann jetzt beides anwenden. Es ist so, wir werden ja meistens zu Todesfällen gerufen, das ja plötzlich unerwartet und oft auch sehr spektakulär sind. Und da ist meine Aufgabe bei den Angehörigen, vielleicht auch bei den Leichtverletzten zu bleiben und mit ihnen zu schauen, die jetzt in dieser Situation sehr, sehr hilflos sind, wieder die ersten Schritte ins Leben zu gehen. Ich denke, das Wichtigste dabei ist, dass der Mensch spürt, der in Not ist, ich werde nicht alleine gelassen, weil es sind ja meistens Situationen, wo alle anderen gerne weglaufen und ich einfach da bleibe. Und dann durch mein Dableiben signalisieren, du bist nicht allein, es ist nicht aussichtslos. Bei jedem von diesen Einsätzen, man gibt zwar unheimlich viel, es ist sehr anstrengend, sowohl körperlich als auch psychisch sehr anstrengend, aber man bekommt auch unheimlich viel geschenkt. Im Sinne von, es war gut, dass man da ist, man hat den Menschen ein Stück weit Halt geben können. Die Menschen haben gespürt, dass da jemand da ist und sie nicht alleine sind in all dem Leid. Und das bekommt man zurück. Notfallseelsorge ist eine tolle Aufgabe, weil man nahe am Menschen dran ist, weil man bei Menschen ist in der entscheidendsten Stunde oft oder in den entscheidenden Stunden des Lebens. Das Diakonat ist sicherlich eine Bereicherung der Kirche.
da merken die Leute, also das ist quasi einer von uns, der mit seiner Familie und in seinem Leben den Dienst einbringt. Ich habe früher Konstruktionsmechaniker gelernt und habe dann relativ schnell auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so meins. War dann lange auf der Suche auch nach einem Beruf, der mich einfach begeistert auch. Und dann bin ich irgendwann durch eine andere Gemeindereferentin auf diesen Studiengang gestoßen und überhaupt auf diesen Beruf. Musik ist meine Leidenschaft. Und mein Mittel, mit Menschen jeden Alters zu kommunizieren, Glauben auszuleben, Kirche zu leben. Kinder zwischen der ersten und der vierten Klasse, die bewegt, denke ich, dass sie da hinkommen, einfach, dass sie miteinander singen können, dass sie Spaß haben. Ja? Das ist auch ein bisschen so mein Anliegen. Ich will jetzt hier keinen steifen Chor und keinen perfekten Chor, sondern es geht darum, dass die Kinder einen Spaß haben. Es ist immer schön, wenn man merkt, dass man jemandem was mitgibt, das den selber weiterbringt. Ja? Also wenn ich heute einen Kindergottesdienst gestalte und die Kinder erinnern sich nächste Woche noch dran und sagen, das war schön und das ist toll und einfach so besser in den Glauben reinwachsen, dann berührt das schon. Ja? Alte Menschen, die sind sehr dankbar, wenn man mit ihnen was macht und der Umgang mit ihnen und vor allem die Geschichten, die erzählen. Wenn ich bei Oma mir vorstellen würde, die könnte nicht mehr in den Gottesdienst gehen, also die wäre auch froh, wenn sie noch irgendwie eine Gelegenheit hätte, dem Herrn zu begegnen. Und von dem her gesehen ist es wirklich eine wichtige Aufgabe, dass man hingeht, dass man sich aber auch genauso ja, Zeit fürs Gespräch nimmt. Von den älteren Leuten kann man viel lernen, von dem her gesehen, die haben noch eine wichtige Aufgabe, also wichtigere, als man wahrscheinlich selbst denkt. Und ja, die haben es verdient, dass man sich sehr wohl um sie kümmert in der Kirche. Ich bin nicht nur für mich selber da, sondern ich muss und darf auch für andere da sein. Offen zu sein und die Menschen mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen, mit ihren Problemen ernst zu nehmen. Ich finde das eine ganz wichtige Aufgabe. Man darf das nicht nur als Beruf sehen. Dem Leben einen tiefen Sinn zu geben. Seiner Zukunft einen tiefen Sinn zu geben. Ein Leben in Fülle, das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft an die Menschen, mit denen ich arbeite. Als Pastoralreferent kann man nicht nur in der Pfarrgemeinde arbeiten, so das klassische Aufgabenfeld, sondern man hat viele Möglichkeiten, gerade im Bildungsbereich, zum Beispiel in der Erwachsenenbildung als Bildungsreferent tätig zu sein, für verschiedene Schwerpunkte auch Ansprechpartner zu sein, zum Beispiel zu dem Thema Schöpfung. Man arbeitet übergeordnet, eben oft zu einem bestimmten Themenschwerpunkt, wo man sich auch zusätzliche Fähigkeiten noch aneignet. Und es ist dann ganz oft so, dass das auch irgendwie ein Interessenschwerpunkt der jeweiligen Person ist. Also man kann da auch sehr ja, zielgerichtet sich einsetzen oder sich bewerben, wo man sagt, ja, da habe ich eine Fähigkeit oder auch eine Stärke, wo ich gerne mehr dazu machen möchte. Zum Beispiel kann es eben die Jugendarbeit sein in der Einrichtung des bischöflichen Jugendamts oder eben Erwachsenenbildung oder auch an ein Bildungshaus gebunden. Das ist auch ein sehr beliebter Einsatzbereich für Pastoralreferenten. Also hier im Schülerreferat ist eine meiner großen Hauptaufgaben, dass ich für die ganze Diözese Tage der Orientierung organisiere. Also die Schulen rufen bei mir an. Ich organisiere das, dass die auf Tage der Orientierung fahren können und bin zuständig für das inhaltliche Programm. Ich arbeite es auch vorher und meine Ehrenamtlichen, mit denen ich hier zusammenarbeite, die setzen es dann vor Ort um. Es ist also ein weiterer großer Baustein bei mir, die Ehrenamtlichen, die ich begleite, die ich ausbilde, die ich fortbilde und die eben ja, für einen längeren Zeitraum hier im Schülerreferat ehrenamtlich tätig sind. Wir machen so auch viel gemeinsam. Wir gestalten Tage miteinander, überlegen uns neue Methoden, neue Konzeptionen, was auch dann wieder in die Tage der Orientierung einfließt. Für mich ist es immer ganz wichtig, mit den Menschen gemeinsam unterwegs zu sein. Also es ist nicht so, dass ich komme und irgendwas erzähle und die Menschen machen dann was, sondern ja, das ist sehr viel Begegnung, sehr viel Dialog, sehr viel
ja, Dynamik, das sich da entwickelt, dass man gemeinsam auf dem Glaubensweg miteinander unterwegs ist. Und für mich ist einfach ganz wichtig klarzumachen, wir haben eine Botschaft und wir haben eine tolle Botschaft, die es wert ist, zumindest mal gehört zu haben und mit der auch zu leben. Ich denke, es ist eine Lebensaufgabe, der zu werden, der man ist. Aber ich glaube, dass gerade der Glaube einem dabei helfen kann. Dass es ja eigentlich auch so die Botschaft ist, man ist der, der man von Gott geschaffen ist und man hat eigentlich alles mitbekommen, um die Persönlichkeit zu werden, die man so in sich trägt. Und da denke ich, ist der Glaube ein wichtiger Baustein, zu sagen, ja, hol doch das Beste aus dir raus. Da gibt es eine nette Geschichte von einer Spinne, die sich von oben her abseilt und dann ihr Netz spinnt. Und dann findet sie am Schluss, als sie fertig ist, nur einen Faden, mit dem sie nichts anfangen kann. Den beißt sie durch und das war dummerweise der Faden, an dem sie sich da herabgelassen hat und das ganze Netz stürzt zusammen. So glaube ich, ist manchmal mit dem Gebet. Es ist so, die Verbindung zu Gott, zu dem, wo wir herkommen, der uns begleitet, der uns ja, nahe ist, Tag für Tag. Man spürt sehr viel Begleitung von den Mitbrüdern, mittlerweile auch von Familie und Freunden. Das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, ja, kann man sich ja vorstellen. Oh, der Bub geht ins Kloster, um Gottes Willen. Nachdem aber mehr und mehr klar war, was das eigentlich für ein Lebensentwurf ist, dass das durchaus was sehr Menschliches ist, was sehr Lebensnahes, dann ist auch da vieles an Bedenken ja, ausgeräumt worden. Und von daher viel, viel Wohlwollen da und das pusht schon sehr im Alltag. Man hört immer die Jugendlichen, ja, die haben keinen Einsatz mehr, die wollen sich nicht mehr engagieren, denen ist nichts mehr wichtig, die glauben nichts mehr, haben keine Werte mehr. Stimmt nicht. Also ich erfahre ganz massiv, dass ein großes Wertebewusstsein da ist, dass eine großes, ja, große Offenheit für Neues da ist, auch für die Begegnung jetzt mit so einem Kloster. Man merkt, ja, da gehen wir in eine gute Zukunft mit diesen Jugendlichen. Wir können da keine Wunder wirken, ja, wir können die Welt nicht retten, aber ein paar Impulse ihnen mitgeben, dass das, was schon da ist, einfach nochmal mehr zur Entfaltung kommt, das ist schon was, was ich als große Bereicherung auch für die eigene Arbeit mitnehme. Und dann eben rückgemeldet zu bekommen, bei euch erlebt man Glaube, Kirche als etwas, das mit unserem Leben wirklich zu tun hat. Ordensschwester zu sein bedeutet für mich, Gott dienen zu dürfen und mit meinen Stärken und Schwächen angenommen sein. Es kommt darauf an, im eigenen Leben so sensibel zu werden auf das, was Gott von mir will, dass ich den Beruf finde, der meine Berufung ist. Wenn ich merke, dass Menschen angerührt sind, das ist die Erfüllung, die jeder in seinem Beruf braucht. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und von daher würde ich gerade den jungen Menschen den Mut zu sprechen, etwas Neues in ihrem Leben zu wagen. Wir stehen nicht am Ende der Kirchengeschichte, wir stehen mittendrin und von daher brauchen wir jeden, der Zukunft mitgestaltet. Einfach zu zeigen, dass der Glaube für sie im Alltag eine tragende Stütze sein kann. Priester in der heutigen Kultur zu sein, ist eines der spannendsten Dinge, die es gibt. Weil ich glaube, so vielschichtig wie jetzt die Zeit, war glaube ich die Zeit noch nie. Dieses Fröhliche, dieser Tatdrang, diese Kraft, diese Power, die die Jugend hat, die ist etwas ganz Faszinierendes und die kann man in der Kirche wunderbar einsetzen. Ich glaube, dass Berufung immer was ist, das zu dem einzelnen Menschen passt. An Gott zu glauben bedeutet auch viel Vertrauen in ihn zu haben. Ich glaube, es geht kein Glaube, wenn es nicht das Vertrauen auch gibt, dass er da ist. Werde, was du bist, ist, glaube ich, nie vorbei.